Hallo und willkommen zurück zu Planet Base. Wir sind ja immer noch hier im Startsektor am Umbauen. Das ist hier dunkel. Achso. Dazu müssen wir noch warten, bis das Lager leer geräumt ist. Also bis das Zeug verbraucht wurde. Dann können wir diese Flanke hier abreißen und neu bauen. Wir können das auch ein bisschen beschleunigen, indem wir einfach direkt hier abreißen, dass sie abreißen, dann wird auch alles reingetragen werden, aber so ist es sauberer, weil es wird auch stetig ein bisschen was gebraucht. Jetzt sind es nur noch 32, also es wird wohl bis nächste Folge noch dauern hier, leider, aber wir können noch warten, bis das Zeugs hier alles abtransportiert wurde. Diese hier hinten. Und da können wir hier ein bisschen erweitern. Das Lager hier, das ist erst 7% gefüllt. Dann war das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22%. Ein kleines Lager. Also. Entladen? Ja. Was hast du zu bieten? Erz ist zu wenig Erz. Zumal wir eigentlich nicht primär Erz brauchen, sondern Stahl an sich, wobei die Stahl haben wir jetzt eigentlich genug. Könnten wir die Handelsschiffe, ich lasse den mal, eigentlich ausschalten. Vorbei. Kommen nur noch die Kolonisten an und die Eindringlinge, die Dreckskerle. Die schön brav das Futter zum einen hier rein und zum anderen von hier weg. Nur noch 28%. Wenn jetzt nichts hier liegen haben würden, weil es ja die Qualität nimmt natürlich ab. Wenn Sandsturm kommt, noch mal mehr. Transportplatz haben wir 14. Robotlizenz haben wir ja auch bereits. Schreiben wir das Ganze mal ein bisschen ja. Die sollen nicht nur frische Luft schnappen, die sollen was gehen. So wie der Junge da. Und das war wieder mal der Laser, der geschossen hat hier hinten. Hört man immer wunderbar. Falsche Taste. Runterholen. Hm.
Zeug hier hinten schon auf Orange anständig. Ideal ist was anderes. Der lässt nichts ab, weil er ist viel zu weit weg da. Fängt natürlich nur bis hier ab. Aber das ist schon mal genug. Was der abfängt. Und jetzt könnten wir eigentlich diese Kerzkonsolen hier hinten auch mal abreißen. Wurde getroffen. 6 Kolonisten. Meine Güte. Die Bauwerk zwar im Bereich des Lasers, aber natürlich ein zwar im Bereich drin, aber ich weiß, sie geht nur auf 60% hoch und das ist zu wenig. Schlüpfen natürlich noch einige durch. Wir sind jetzt schon bei 16%, hat der sogar schon mehr. Technologien. Ich will ja noch einen zweiten Raumhafen aktivieren. Dem Abreißen hier warte ich jetzt noch. Sie lasse ich noch Notfälle da hinten. Sauber, hier wurde alles abgeräumt. Könnte ich jetzt eigentlich mit dem hier auch anfangen? Sprich, mal die Verbindung hier lösen. Das meiste sind durch Medizin und anderes Zeugs. Das für die Verarbeitung hier näher ist zum Lagern. Doch nicht hin. So. Wir hoffen, dass es keine Eindringlinge sind hier. Nein, die werden schon entdeckt. Die werden schon entdeckt worden. Jetzt haben wir endlich hier alle Waffen hier versammelt. Das ist sehr gut. Das Zeugs raus. Reparabel, beschädigter Roboter. Ah ne, wir haben nur 8 Transportbots. Ups, nicht 14. 14 war ja die ganz komplette Menge. Mist. Haben die per Zufall auf. Ne, da waren sind bei 15. Oh, Kolonisten und ein Handelsschiff. Warbots. Ganz schöne Menge. Kann natürlich auch eine ganz schöne Menge tragen hier. Da haben wir 8, also eigentlich genug. Dann noch ein bisschen Münzen dazu. Nee. So.
Ich weiß schon, wenn die hier vier Eingänge hätte, nicht nur. Zumindest drei. Aber da geht wohl keine mehr hin. Nein. Und wohl auch keine Mine. Vielleicht doch nicht der ideale Platz gewesen. Vielleicht wäre hier irgendwo besser gewesen. Naja. Braucht nicht nur einen, können auch mehr sein. Ausschalten, weil langsam geht es den da und da hier langsam aber sicher. Wie braucht ihr noch? Wenigstens mal die Hälfte. Das erhöhen da. Bist du oben auf 10? Dass ich vier gleichzeitig setzen, das heißt nur einer ist abwesend. Dann sind nur noch zwei. Was hast du im Angebot? Entlassen. Nahrung zu Neige geht. Hey. Unbedingt ein neues Biolog. Oder ein Labor. Ja, das andere Labor hat aufgehört. Das Retortenfleisch herzustellen, habe ich herausgenommen. Hier. Beinahe alles abgeräumt. Ich kann die eigentlich auch noch wegnehmen. Eingehende Nachricht. Eine große Gruppe an Bord. Eine große Gruppe, ob ich die behandeln kann, alle. Aber es gibt schon Money. Ja, es dürfte knapp werden. Richtung mindestens mal 3 hier. So, und dann der Rest Retortenfleisch. So. Beim Retortenfleisch ein bisschen aufteilen. Kind, Schwein, Schwein, Schwein. So. Ist hier wieder ein Handelsschiff. Hat eigentlich nicht ganz so viel. Das wir benötigen. Dem her entlassen wir das wieder. Wie viele sind da noch? 7. 2 sind hier, einer hier. Der Rest holt sich wohl wahrscheinlich irgendwo hier. Aber da kommt jetzt noch die zweite Cafeteria hin.
zweite Kantine, besser gesagt. Eine große. Dann dazwischen noch einmal ein Lager. Was ist das Lager hier? Weil das hat hier definitiv keinen Platz. Könnte ich da dazwischen noch machen. Ein Multiturm. Dann habe ich zumindest mal alles beisammen. Und ein Sauerstoffgenerator. Passt immer in die Mitte. Wenn man nicht weiß, was, einfach einen Sauerstoffgenerator bauen. Gut, da haben wir eh einen abgerissen. Also passt das schon. Hier wieder ein Becken mit Automaten. Dann da eine Pflanze. Dann kann ich hier einen Bildschirm hier pflanzen. Da ist nur ein Tisch hin. So passen drei hin. Wenn der Bildschirm nicht wäre. Nochmals drei hin. Pflanzenkeule. Treiben muss man nicht. Und hier kann ich jetzt auch noch einen Bildschirm hinmachen. Da. Wenn er irgendwo geht. Ne. Geht nirgends. Jetzt kann ich dann anfangen hier mal ein bisschen Schlafkojen, was mit den Doppelbetten zu machen für die Besucher. Müssen jetzt, wenn sie schlafen wollen, alle noch nach hier hinten gehen. Das heißt wiederum, der muss weichen. Hier weiß ich mal, sobald die Betten frei sind, mal die Betten weg. Ja, dann ist das hier mehr oder weniger leer. Und kann ich dann abreißen. Weg damit. Und jetzt da. Mal die große hier einen Sauerstoffgenerator an. Hier noch einen zweiten. Dazwischen geht nicht. Schade. Müsste ich hier das Multiturm abbauen, dann muss ich erst noch das hier abbauen. Mal schauen, was die hier haben. Ja, können wir gleich entlassen. Kann ich eigentlich noch den hier einschalten? Und Besucher erlauben. Der muss nur noch gebaut werden. Bauput ist schon da. So. Und rein mit dem Bitten. Ich habe den schön gesehen, den Schatten. Heißt der hier? Oh, keine Ahnung.
Auch könnten es hier einen Sauerstoffgenerator und dann so rüber die Betten. Ja, gerade mal zwei Besucher. Ja, ich glaube, das bauen wir so. Einen Sauerstoffgenerator hier. Als Platzhalter. Und dann die Betten so rüber. Sandsturm entdeckt. Oh, Mist, geht nicht. Müsste ich die Antenne hier wegnehmen. Ja, machen wir. Antenne weg. Handelsschiff kurz schauen. Wir haben hier alte Technologien und noch lange nicht. Und dann kommt die Antenne hier hin. Muss dann einen Felsen ran. Aber das bringt damit nichts hier. Inzwischen bringt es fast mehr. Hier hinten alles wieder ein bisschen erneuern, wenn später anderes Zeugs kommt. Immer noch auf Hochtun, haben schon 80 Stahl. Ja. Hilfe. Überall ist blau, die sind Lager voll blau. So. So ein großes Schiff und nur zwei Besucher. Ist klar. So. Dass er auch noch mit Betten füllen hier. Und allgemeines. Die Patente. So, wir den großen können wir die eigentlich abreißen hier. Wobei, ach, das lieber gerade so. So. Eingehende Nachricht. Noch ein 16. Ja, machen wir. Kommt ruhig rein. Okay, beim nächsten Händler Essen einkaufen, sehe ich gerade.
Da kommt er ja. Ach ne, Besucherschiff. Mit deinen Drängelingen. Nee. Dass sie so was wegschießen können. Natürlich genau dann, wenn alle Betten besetzt sind. Das war sowas von klar. Brauche mehr als die Hilfestation. Aber ich würde sagen, wenn wir mehr bauen, dann in der nächsten Folge. Denn wir sind schon über 26 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.